Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Maker 2. Ich hatte einfach heute Morgen mal Bock, eine Runde zu spielen und deswegen mache ich das jetzt einfach, weil es wirklich spontan die Aufnahme, beziehungsweise ist spontan, denn ich wollte jetzt einfach mal ein Ründchen zocken, ne? Nach was suchen wir denn einfach mal? Beliebt? Obwohl bei beliebt müssten ja, das sind noch die, die ähnlich waren vom letzten Mal. Da waren die themenbasierten Dinger bei, was auch super cool war. Ah, die kommen mir bekannt vor, oder? Skiing and Surfing. 23% Abschluss. Wir versuchen mal zu schienen und zu surfen, ja. Ich weiß nicht, ob ich die schon hatte. Ha. Jetzt, egal. Super Mario Maker 2. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und jetzt geht mal... Okay, das war ja nichts. Ja, man muss sich die Strecke einmal erst anschauen. Also man skiet... Und dann stürzt man ab, weil ich einen kleinen Hop gemacht habe. Das war Absicht, damit ich jetzt nochmal den Münzen folgen kann. Die Musik ist aber schön. Kann der Walljumpen, der Mario? Ah, ärgerlich. Ich glaube, die Y-Taste muss ich gar nicht gedrückt halten, wenn ich rutsche. Ich glaube, ich muss nur nach unten drücken und springen im richtigen Moment. Ich glaube, mehr müsste ich gar nicht tun. Ja, das ist schon... Aber was ist das hier? Es gibt keinen Walljump. Das heißt, man muss hier laufen. Bin du zu spät? Ja, da ist mehr drin. Nochmal. Oh, die Sonne. Ach, du Scheiße. Da geht es los. Muss ich die Welle reiten? Oh, jetzt wird's interesting. Ja, Skiing and Surfing, glaube ich, hieß es so, oder? Ne, ich glaube Sliding. Schade. Das war schon mal great. Okay, wir reiten also die Welle. Ja, das heißt, wir aktivieren die Welle erst. Und dann wird die Welle geritten. Na klar, richtiger Wellenrider Mario. Oh, ja, nein. Oh, ich reite noch. Ich bin immer noch am Wellenreiten. Das war schon knapp. Und da greift sie noch an. Hat mich aber nicht bekommen. Ja, hier noch ein paar Schweine. Okay, komm, das geht noch mal besser. Gut, das Wellenreiten-Ding, immer wieder auf die mittlere Welle am besten springen. 7, 8 Sekunden schneller. Okay, erstmal. Ich muss hier schauen, dass ich wahrscheinlich früh genug Runner komme. Da hätte ich auch ein Stück noch gut machen können. Ja, da sind noch ein, zwei Sekunden zu holen auf jeden Fall. Jetzt wird wieder die Welle geritten. Zack. Ich habe die halbe Welle nicht mitgenommen. Ich habe es mir also nochmal schwer gemacht. Ist aber für mich gar kein Problem. Weil ich unglaublich gut hier im Wellenreiten bin mit Myro. Man muss natürlich auch wissen, ab wann man springen kann. Auch das würde einiges ausmachen. Aber guckt euch das an. So, und jetzt die... Ah, ärgerlich. Da wollte ich direkt einen Sprung machen. Ah. 47 Sekunden. Ah, 3 Sekunden da nochmal aufzuholen. Die war aber gut. Skiing and Surfing. Cool Mountain klassisch. Einfach mal eine klassische Map. Einfach ein Level, was jemand gebaut hat. Normales Jump'n'Run von Mr. Cubo. Zeig mal, find all red coins, aber da stand noch mehr. Aber sag mal, alle 10er Münzen und erreiche das Ziel. Also. Da. Also ist das so ein kleines Rätselding? Oh, N64, jetzt geht's rückwärts. Da war eine kleine Abkürzung. Yeah.
Oh, da hätte ich gar nichts machen müssen. Das hat auch so geklappt. Okay, cool. Der hat eine kleine eine Rutsche eingebaut. Das ist auch hier das Winterding. Die Coin. Ich bin woanders rausgekommen. Okay. Habe ich hier echt einfach ein Open-World-Level? Da unten ist noch eine 10er-Coin. Kann man sich ja schon mal merken. Ich glaube, der hat einfach ein Level gebaut. Oh, ich weiß... Oh, shit. Ich weiß nie, wo ganz Ende ist. Ja, hier ist auf jeden Fall noch eine Red-Coin. Das heißt, noch eine. Und... Dann kann ich durch die Tür gehen. Gucken wir erstmal, was oben ist. Wenn wir hier... Hier ist die kleine Insel. Und hier müsste jetzt eigentlich nur eine Kanone sein. Okay. Dann erstmal... Ja, ich wollte auf die Insel. Ich hätte wahrscheinlich auch den Sprung ganz schaffen können. Ich hatte nicht gewusst, wo die Insel ist. Aber das ist ziemlich cool, denn passt mal auf. Erstmal, ja, wir machen wieder die Slip-and-Slide-Rutsche. Sehr nice gemacht. Es ist so ein Super Mario 64-Level, was er hier gebastelt hat. Finde ich mega gut. So, hier rutschen wir jetzt rückwärts runter. Und ich versuche gleich mal... Ich nehme nicht den Geheimgang, ich nehme mal die Coins mit. Ich glaube, hier muss ich auch nicht springen. Und jetzt rutsche ich einfach. Sehr cool. So, das war eine Coin. Gehen wir erstmal nach links. Oh oh. Kein Problem. Dann holen wir hier unten beides. Zack, zack, zack. Holen wir die Red Coin hier. Ich muss wieder schauen, wo die Map ist, deswegen. Alles im Blick haben. Sicher ist sicher. Jetzt geht's nach oben. Und jetzt schnabulieren wir hier die. Ja, okay, die brauche ich ja auch. Jetzt mache ich mal den Sprung safe. Ja. Ich einfach ganz rüber springen. Und es gibt hier noch mehr. Oha. Ne, dann werde ich, glaube ich, erstmal zurück müssen. Erstmal gucke ich hier rein. Ausgang. Ist das Eingang? Die Red Door. Ja. Okay, das ist das Ende. Das heißt, es ist der Weg rechts. So. Muss ich da gleich Duck Jump machen? Nee, geht auch so. Oh, wie mache ich denn... Wie mache ich... Das meine ich, sorry Leute, das war blöd von mir. Das Problem habe ich immer bei diesem Slip and Slide bei den Mario-Teilen. Man ist immer, als wenn man auf Eis wäre. Okay, in dem Fall passt, ist ein Schneelevel. Aber ich habe das auch bei den Nicht-Schneeleveln. Er slidet halt immer weiter. Bin ich hier schon mal als Dickerchen runtergerutscht? Ich weiß auch jetzt gerade nie. Ah, komm, gehen wir jetzt mal hier lang. So. Ich weiß auch nicht, was ich dann da machen soll. Ich glaube, der Mario kann keinen Walljump. Das ist ja auch immer abhängig von den Mairos. Okay, warte. Jetzt müssen wir ganz kurz hier lang. Zack, zack. Da muss man eigentlich auch nur rausfinden, was der schnellste Weg ist, ne? Bin mal hier gespannt, was der Rekord ist. Habe ich hier gleich die 3. Nochmal der Key und die 3. So. Boah, war das schon wieder knapp. Nicht zu weit rutschen. Und was tue ich denn dagegen? Oh! Okay, okay. Einfach slippery slide mäßig da rum. Oh!
Aha, am Anfang fail, am Ende easy. Bam. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich. Also jetzt zeitlich, wie holt man die Coins? 42 Sekunden, das Klärchen, ja. Muss ja nur ein One-Piece-Theme. Ein Don't-Move-Level. Gucken wir uns mal hier One-Piece an. Das Lied Hope wird nachgespielt. Wir genießen die Musik. Bitte. Ja, war schon gut. Weiter. Stark, stark, sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Bleibt irgendwie kreativ das Ende immer ist. Sehr schön, sehr schön. Nein, ich war noch nicht fertig. So, Tiny Huge Adventure. Klasse, was gibt's denn jetzt noch? Ein 20 Sekunden Rennen hatten wir gesagt. Don't trust the arrows. Oh, ein gegen die Zeit. Don't follow the arrows to avoid the traps. Okay. Mal sehen, ob das klappt. Also, es ist ja eher simpel erklärt. Ich bin gespannt. Don't trust the arrows. Auf geht's. Ha! Das ist doof! Ich glaub gar nicht, wie schwer das ist. Also, Real Talk. Das war richtig gut. Ist gar nicht so einfach, ja. Trotzdem war da mehr schneller. Ja, die Hops könnten es gewesen sein. Sehr gut, sehr schön. Ich will noch so eins. Beatles Cave will ich noch. Fun Fact, the weight of an adult Narwhal may reach. Okay. Narwhal. Er heißt sogar Narwhalius. Scheiße, wie viele haben das geschafft? Oh, bestimmt nicht viele. Bestimmt ich nicht. Beatles Cave, 20 Sekunden. Die 20 Sekunden rennen. Ach du Scheiße. Okay, erstmal musst du sehen, was passiert. Also, die ist unübersichtlich, aber ich bin ready. Man springt hier. Man wartet, man springt. Ah! Ah, okay. Okay. Das ist crazy. Das ist 20 Sekunden lang auswendig lernen, theoretisch. Zack. Zack. Ach du Scheiße. Oh! Sehr nice. War auch cool.
aber nicht Weltrekordlastig. Geilo. Das Bumper Car Tournament. Grab the Bumper Car and push your enemy from the ring. Also ein Sumo. Ein Sumo. Dann gucken wir mal, was der Bumper so macht. Hallo Bumper. Wo bist du? Edition 2. Okay. Habe ich gewonnen? Jawohl. Das ist aber ein Tournament. Das heißt, es gibt mehrere Runden, wa? Round 2. Okay, der ist ein bisschen tricky. Der kassiert ja jetzt schon. Round 3. Fight. Wo ist er? Final Round. 2-on-1. Ja, ich kassieren. Den habe ich schon. Oh, er bounced richtig weg. Jetzt wird er hart gebounced. Keine halben Sachen. Aber jetzt knock ich ihn in die Richtung. Ja, finish him. Gib mir den zweiten Schlüssel. Nee, wir sind die coolen. Okay. Ein Schlüssel reicht. War der extra Raum für die cool Kids. Noch nicht vorbei. Ach, Platz 1. Okay, das war die Siegerehrung wahrscheinlich, oder? Nice. Wie sieht es tatsächlich aus? Ich mach nochmal. Was ist der Trick? Nein, das war schon scheiße. Das war... Oh. Zick. Oh. Es geht auch noch rein. Oh. Hat ja länger gedauert als gedacht. Ach, shit. Aber unter einer Minute wenigstens. Zick. Oh, das dauert ja jetzt schon ewig. Aber ich muss jetzt hier knocken beide. Diddle. Okay. Der erste Kampf war kacke. Mann, macht das Spaß. Der Super Mario Maker hat er hier wieder schöne Level für uns parat. 40 Sekunden waren wir leider nur schnell, aber war trotzdem ganz gut. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.